Ja, hi Leute und herzlich willkommen zu meinem Unboxing 2019-2020. Und zwar hat mir dieses Jahr wieder die Firma Pyroland ein paar Produkte, sehr, sehr viele Produkte zur Verfügung gestellt. Und ja, einen herzlichen Dank nochmal an dieser Stelle. Jetzt geht's gleich los mit dem Unboxing. Da haben wir schon die ersten Produkte. Das sind auch Neuheiten. Ist der Dreiklang. Da gibt es insgesamt fünf verschiedene Varianten. Einmal hier Coco Glitter, dann Cracker Gold mit einem Speziallogo von Fireworks and Balloons. Das nächste ist die Brokat-Variante, also nur rein Gold, Goldweiden. Und dann haben wir hier noch Glitter Flitter. Die fünfte Variante wäre dann folgende. Das ist dann der Checker Cracker, auch Dreiklang, wie ihr seht. Das ist eine Serie von fünf verschiedenen Bombenrohren und wirklich sehr, sehr edel. Da haben wir doch schon das ganze Feuerwerk. Genau, dieses Jahr habe ich mir nämlich so gedacht, ich packe einfach mal alles aus auf einen Haufen und ja, so kann ich es einfach besser vorstellen. Fangen wir einfach mal an. Wir haben hier das Crackling Beam, Neuheit 2020 Crackling Beam 2.0. Ihr seht, ich habe mir einige Packungen bestellt davon, wirklich sehr, sehr schöne Artikel, schon sehr gute Sachen von gehört. Es soll also nicht unbedingt Schwarzpulver enthalten sein, sondern nur eine große Crackling-Mischung, Crackling-Sterne, die dann halt diesen kubischen Kanonschlag auseinandertreiben und quasi somit ja, den Knall erzeugen. Ihr seht hier natürlich wieder auch wie ein F2, also Silvesterfeuerwerk, alles legal, alles zugelassen. Und ja, NEM 45 Gramm, das heißt 3 Stück, 15 Gramm NEM pro Stück, und das ist schon richtig, richtig viel. Ich bin richtig gehypt und will das Ding am besten gleich mal testen, aber das machen wir natürlich nicht, sondern erst zu Silvester, wenn es erlaubt ist. Dann geht's weiter. Dreiklang habe ich euch ja schon vorgestellt. Jetzt geht's weiter mit Herz und Himmel. Habe ich mir dieses Jahr auch mal bestellt wieder, weil es ist einfach eine richtig, richtig geile Crozett-Batterie in Herzform. Es ist, glaube ich, ein silberner Blinkfeuertopf und dann schöne Crozett-Sterne am Himmel. Also richtig, richtig edel. Auch das Design mal ganz anders. Auch in Herzform halt. Ja, ich liebe diese Batterie. Die ist einfach wirklich sehr, sehr schön. Vor allem auch, wenn man sie vielleicht dann doppelt schießt. Ja, das nächste. Und zwar fangen wir gleich mal mit was richtig Lautem an. Die BKS-Serie. Das ist hier dieses BKS Single Shot. Das ist quasi ein Schuss mit, wo steht's? Da steht's. Also, das ist Salutschlag mit silbernen Schlangenschweifaufstieg und blutroten Blinksternen. Da gibt es auch wieder eine Serie. Hier haben wir den Einschüsse. Wieder richtig, richtig geiles Design. Mit so einem Totenkopf. Dann haben wir hier noch den Dreischüsser, also drei Schuss auf Schlag mit dem gleichen Effekt, auch Salut. Und natürlich nicht zu vergessen, es gibt auch einen Siebenschlag. Davon habe ich auch ein paar genommen, drei Stück. Und ja, sieben Schuss, sieben Salutschläge dann auf Schlag. Das ist richtig, richtig geil. Machen wir mal weiter. Wieder eine Neuheit. Das Explosive Car, ihr seht schon. Ein ganzes Auto, Spielzeugauto voller kubischer Kanonschläge. Das sind wieder verschiedene Mischungen, verschiedene Effekte. Ist also wirklich richtig, richtig nice gemacht. Auch hier mit so einem Verschluss, wie so ein Süßigkeitenbehälter. Also richtig, richtig geil. Auch für Kinder interessant quasi. Aber wie gesagt, nicht zu vergessen, ab 18 Jahre darf das ja, erst gezündet werden. Weiter geht es mit der Nydia. Ist jetzt zwar keine Neuheit, aber diese Batterie finde ich halt wirklich sehr, sehr schön. Deswegen möchte ich sie euch nochmal vorstellen. Nydia 16 Schuss Batterie
blinkende, blutrote Vulkangarben mit gleißenden Lava-Titanwirbel zu fahlgrünen Eruptionen und flackernder Glut in Rubin. Also quasi charakteristisch ist hier für diese Batterie der silberne Wirbelaufstieg und das bunte Bouquet mit einem lauten Knall, wenn man es mal so sagen darf. Dann ganz spezielles Gerät, die Brokat Garden, eine der wirklich, der, ich übertreibe hier nicht, eine, mit einer der geilsten und besten Goldbatterien, die es überhaupt auf dem deutschen Markt gibt. Ist einfach so, denn ja, das Gold ist sehr, sehr fein, sehr, sehr edel. Es geht langsam auf und dann plötzlich hat man eine riesige Goldkrone und das ist einfach Wahnsinn. Das Teil macht mich jedes Mal sprachlos. Gold über Gold, der Himmel verwandelt sich in einen blickdichten Garten mit Feuerblumen aus glitzerndem Brokat. Also wirklich richtig, richtig nice. Öffne ich mal hier diese Batterie. Also ihr seht hier die, wieder dieses bekannte rosane Magenta Pyroland Label. Sehr, sehr schön, wirklich sehr, sehr edel auch gemacht. Schauen wir hier gleich nochmal hier rein. Das ist auch genauso gleich. Sehr, sehr schön wirklich gemacht. Also die Qualität ist wirklich von Pyroland sehr, sehr gut. Ja, nicht nur die Effekte, sondern auch Design, Qualität der Verpackung, alles Mögliche ist wirklich richtig, richtig qualitativ hochwertig. Es geht weiter mit der Proud and Loud. Das ist eine richtig schöne Goldmischbatterie, also mit Gold, goldenen Kronen, auch Pfeifern am Schluss sind dabei. Richtig, richtig schöne Mischung. Das ist eine Spezialedition hier. Ihr seht es ja. Fireworks and Balloons. Und ja, wirklich auch eine sehr, sehr edle Batterie. Es geht weiter mit der Butterfly Blues Batterie von Pyroland. Ein richtig schönes und großes Teil. 488 Gramm Explosivmasse, 50 Meter Steighöhe, 25 mm Kaliber, 15 Sekunden Brenndauer. Ist wirklich ein riesiges Teil. Feuertopf-Fächerbatterie will ich sie mal nennen. Und ja, wirklich extrem breit fächern diese Batterie. Bin ich wirklich sehr, sehr gespannt, weil ich letztes Jahr vergessen habe, mir sie zu bestellen. Aber wie gesagt, richtig, richtig breit fächernd. Das nächste, kommen wir wieder zu einer Neuheit. Das sind die Single Bells Bombenrohre. Und zwar wieder in, also in drei verschiedenen Ausführungen. Coco Glitter, Single Bells Brokat, also komplett in Gold. Und dann haben wir hier noch Single Bells Bombenrohr Checker Cracker. Also das ist ein Single Rohr, also ein Einschüsser, Einzelschüsser. Und ja, hier ist noch eine Halterung. Falls der Boden nicht gefroren ist, einfach in die Erde, in den Boden, in den Rasen stecken, so dass das auch sicher steht. Und dann Feuer. Eine weitere Neuheit haben wir hier. Dreimal, seht ihr, habe ich mir bestellt, weil es wirklich wieder sehr, sehr besonders ist. Queen of Welding, also quasi die Königin des Schweißens. Pyroland, also es ist ein riesiger Vulkan. Könnt ihr sehen, wie groß das Teil ist. Das ist wirklich riesig. Es ist ein Crackling-Vulkan mit, ich nenne es mal Popping Flowers, Crackling-Sternen. Und ja, eine NEM hat das Teil von 240 Gramm. Also fast komplett die erlaubte NEM in F2 in Deutschland ausgereizt. 52 wären erlaubt. Also da geht richtig was ab bei diesem Vulkan. Sehr, sehr schön. Bin ich richtig gespannt. Ja, weiter geht es mit der Air Force One. Das ist eine spezielle 100 Schuss Goldbatterie. Auch mega edel mit diesem speziellen Pyroland Gold. Und ja, mit einer der edelsten Goldbatterien. Also jedenfalls für mich, die es so in Deutschland in F2 zu kaufen gibt. Ihr seht, es ist ein Verbund aus 4 Batterien. Air Force One. Aber da stehen einem wirklich die Haare zu Berge. Es ist eine unglaublich schöne Batterie, ein unglaublich schöner Verbund, habe ich mir direkt zweimal bestellt. Die Effektbeschreibung lautet wie folgt: Pures Gold oben und unten, fast blickdicht, füllt sich der Himmel mit langsam fallendem Titangold, begleitet von Feuertöpfen der Extraklasse auf der unteren Ebene. Es ist, da kann ich euch wirklich nicht zu viel versprechen, das ist einfach eine mega, mega geile Batterie. Ist einfach so.
Weiter geht's. Hier haben wir Neuheiten. Und zwar sind das die Dreamstalker-Raketen. Da konnte ich es auch nicht lassen. Habe ich mir 5 Packungen bestellt. A10 Raketen. 10 einzigartige Raketen mit prächtigem Titanschweif. Das ist auch das Besondere an diesen Raketen. Also der Titanschweif steigt also mit einem Silberschweif sozusagen auf und endet dann in einem schönen, lauten, bunten Bouquet am Himmel. Und auch hier möchte ich euch zeigen, wie diese Raketen aussehen. Ich habe jetzt kurz mal die Verpackung geöffnet, diese Klebestreifen. Und siehe da, so sehen sie aus. Wirklich ein mega schönes Design. Ja, das ist halt typisch Pyroland. Die Designs sind halt wirklich richtig, richtig edel, richtig klasse. Hier mit so einer transparenten Kunststoffkappe wieder ein super tolles Design. Ja, ist halt eine richtig, richtig klasse Rakete. NEM hat die 19,8 Gramm, also auch die maximale Satzmenge fast erreicht. Ja, ist wirklich extrem schön. 10 Raketen. Ach ja, hier sind noch die Effektbeschreibung. Wir haben also hier zweimal Blinker weiß, zweimal Goldkrone und blau, Goldkrone und Blinker, zweimal Goldblinker und blau und zweimal Goldblinker und violett. Und da sehe ich schon die nächsten Neuheiten. Das sind diese Pyroland Schreckschrauben. Richtig genialer Name. Das sind sogenannte Zirkublitze, also aufsteigende Wirbel, so ähnlich wie die Moskitos von Leslie, nur halt viel, viel größer. Zeige ich euch jetzt gleich auch mal, wie die aussehen. Und so sehen sie aus. Ich habe hier mal einen ausgepackt, also wirklich, ihr seht es an meiner Hand, der Größenvergleich, es ist also extrem groß, viel, viel größer als die Moskitos. Hier oben haben wir so eine Banderole mit, steht drauf oben, also man stellt das dann so hin, dass die Schrift nach oben zeigt im Prinzip, und dann zündet man sie hier an und dann gibt es einen schönen Aufstieg und dann ein Schüttbouquet am Ende. Richtig, richtig nice. Freue ich mich auch sehr, sehr darauf. Auf geht's zur nächsten Neuheit. Das wäre die Bloody Blue von Pyroland. Auch ein ganz besonderer Artikel. Neuartiges Duett-Krosett. Blau zu Rot. Blauer Aufstieg und rotes Krosett. Ja, das Besondere daran ist, hier, ich sehe es schon, 40 Effekte aus nur 20 Rohren. Das heißt quasi 20 Schuss. Und das ist diese neuartige Duett. Das heißt, aus einem Rohr, einem Abschuss, kommen zwei Bouquets, also zwei Zerleger raus. Also richtig, richtig nice, freue ich mich auch drauf. Auch hier lasse ich euch natürlich gerne mal reinschauen, wie die Batterie eigentlich aussieht. Hat wieder ganz normal schönes Pyroland-Design und dieses pinke Pyroland-Label. Also wirklich mega, mega schön und ich freue mich wirklich sehr auf diese Batterie. Machen wir gleich weiter, und zwar die nächste Neuheit, das ist die Hypermaze, wieder eine Crozet-Batterie, habe ich mir diesmal zweimal bestellt, Crozet Hypermaze Rainbow, und ja, das ist eine Crozet-Fächerbatterie, ja, auch hier seht ihr wieder 120 Effekte aus nur 60 Röhren, das heißt wieder jede Batterie ist wie die Bloody Blue, hier, ja, schießt zwei Zerleger aus einem Rohr. Deswegen 60 Röhren und 120 Effekte. So sieht das aus. Richtig schön gefächert. Auch die Batterie an sich sind schräg gebaut. Das habe ich also so noch nicht gesehen. Wirklich sehr, sehr nice. Ist auch halt eine Neuheit, dass die Batterie halt so gebaut wird, als wäre sie halt gefächert. Und dass man sie halt nicht einzeln noch kippen muss. Also wirklich richtig, richtig schön, muss ich sagen, mega geil. Anzündung ist hier oben und ja, hier, man sollte das natürlich, diese Seite zum Publikum ausrichten, Fächerabschuss, also genau so, wie sie jetzt steht, und dann kann man richtig, richtig schöne Effekte genießen. Kommen wir zur nächsten Neuheit, das ist die Zyva, das ist wieder eine Fächerbatterie, Palmwedel in Gold mit Titanschweif und tiefblauen Sternen, das typische Pyroland-Logo, wirklich extrem edel.
gefallen mir hier wirklich sehr, sehr gut immer diese Designs. Nochmal ein großes Lob an Pyroland. Ja, schauen wir auch hier mal rein. So sieht's aus. Gefächerter Abschuss. Wieder der Hinweis auf die Fächerungsrichtung. 25 Schuss, 30 mm Kaliber. Eine sehr, sehr schöne Neuheit. Dann eine Snaja, auch ähnlich aufgebaut wie die Zyva. Das ist also auch eine Fächerbatterie. Fächersalven aus großen Crackling-Palmen mit goldenen Blinksternen, lauten Knisterschweif, Aufstieg und Knallsternen im Finale. Klingt sehr, sehr vielversprechender Effekt. Die nächste Neuheit wäre die Fallout. Auch wieder eine Fächerbatterie, Scheibenwischer und Fächer. Titankronen und Titanpalmen mit Blinksternen in Rot, Grün und Weiß. Eine 42 Schuss Batterie, NEM 485 Gramm, 25 mm Kaliber. Also wieder ein richtig, richtig fetter Brocken. Auch hier schauen wir mal rein. Ja, das ist also hier wie dieses Pyroland Label, dieses pinke. Der Hinweis auf die Fächerung, auf die Ausrichtung der Batterie. Ja, Leute, zum Schluss haben wir hier noch zwei große Verbünder, die Ice House Street und die Compass Willows hier unten. Und fangen wir mal an mit der Ice House Street. Ein riesiger Verbund mit über 100 Schuss, ca. 2 Kilogramm NEM Explosivmasse. Ist ein riesiger Verbund aus Fächerbatterien. Ihr seht sie hier schon. Schauen wir hier mal kurz rein, wie es aussieht. So, ihr seht also hier die Fächerbatterien. Wir haben ja nur Fächerbatterien, 4 Stück. Je 25 Schuss mal 4, 100 Schuss Verbund. Richtig, richtig edles Teil auch. Nur halt mega, mega schwer wieder diese Verbünde. Das ist halt der einzige Nachteil, wenn man das ganze Zeug halt schleppen muss. Aber ansonsten richtig, richtig geiles Teil. Die Vorfreude ist bei mir schon richtig am Überkochen, wenn man die ganzen Pyro-Sachen hier so sieht. Und die letzte Neuheit, was ich euch präsentieren wollte, der letzte Artikel vom Unboxing, ist wirklich jetzt wieder ein ganz besonderer Artikel. 360 Grad Batterie. Die Compass Willows schießt also in jegliche Richtungen. Und das werde ich euch gleich an den Batterien nochmal zeigen. 125 Schuss, 1,4 Gramm NEM. Richtig, richtig großer Kasten, also ist wirklich krass, fast zu groß, um das Ding zu schleppen. Machen wir es mal auf. Also ihr seht schon hier die Batterien, wie die angeordnet sind. Und das Besondere ist halt, die Batterien wurden halt schon so in Fächerform gebaut. Ja? Also dass sie nicht mehr gekippt werden muss und so. Ja, sie steht also hier richtig, richtig fest drinne. Hier ist auch noch so ein Holzbrett. Das ist also mega, mega geil. Wieder dieses typische Pyroland Gold. Gold, also eine Batterie schießt senkrecht und die anderen gekippt. Wie gesagt, 360 Grad. Da ist der Himmel also komplett voll und ich freue mich einfach riesig, riesig, dieses Teil zu zünden. Ja, Leute, einen Karton habe ich hier noch vergessen aufzumachen. Hier ist also nochmal zweimal die Brocade Garden drin. Dann einmal die Proud and Loud Batterie. Dann die 16 Schuss Nydia, nochmal die Butterfly Blues, diese mega Fächerbatterie. Jetzt zum Ende des Videos nochmal ein kleiner Überblick über diese komplette Bestellung. Und ihr seht wirklich sehr, sehr edle Produkte dabei. Richtig, richtig feine Neuheiten. Und ja, ich kann mich einfach nicht oft genug bei der Firma Pyroland bedanken für das entgegengebrachte Vertrauen jedes Jahr und vor allem halt für diese große Menge an Feuerwerkskörpern, die ich mir aussuchen durfte. Vielen, vielen Dank hierfür nochmal. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Diesen kleines Unboxing diesmal halt in einer ganz anderen Art, wo es halt schon ausgepackt ist sozusagen, weil es einfach viel, viel einfacher ist, die Produkte auch so vorzustellen und zu zeigen. Abonniert mich, mein Kanal ist völlig kostenlos. Bleibt dran, sodass ihr halt kein Video mehr verpasst. Und wir sehen uns auf jeden Fall bei einem der nächsten Videos. Vielen Dank fürs Zuschauen.